Hallo, lieber Zwilling, und willkommen zu deiner persönlichen Monatslegung für den Mai 2022. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist, und so wie immer hoffe ich natürlich auch, dass es dir gut geht. Folgendes Tarot-Deck habe ich jetzt für dich mitgebracht. Das ist The Muse Tarot. Und die anderen Kartendecks, die ich dann ebenfalls noch für dich verwende, stelle ich dir dann auf jeden Fall noch vor, mittendrin dann sozusagen. Und ich würde sagen, lieber Zwilling, wir steigen jetzt auch direkt ein in deine Legung. Und schauen, was im Mai auf dich zukommt. An all die Zwillinge, die Ende Mai Geburtstag haben, ich wünsche euch alles, alles Liebe zum Geburtstag. Happy Birthday. Ich hoffe, ihr werdet schön feiern. So, Zwillinge, dieses Orakel ist also für dich gedacht, wenn du den Zwilling im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. Es ist aber trotzdem immer noch eine ganz, ganz allgemeine Legung. Das heißt, nicht jeder von euch muss unbedingt damit in Resonanz gehen. Das wirst du sehen, wenn es dann soweit ist. Okay, Zwillinge. Legen wir los mit deiner Mai-Legung. Okay, Mai. Was bringt der Monat Mai dem Zwilling? Sonnenmond, Aszendent, Venus. Mai, Zwillinge. Was bringt der Monat Mai dem Zwilling? Nummer 1, okay. So, noch drei Karten für die Zwillinge für den Monat Mai. Was bringt jetzt der Mai noch dem Zwilling? Ausnahmsweise. Normalerweise nehme ich Karten nicht, die so rausfallen. Die müssen sich bei mir normalerweise deutlicher zeigen, ne? Also jetzt nicht wundern. Ich hatte jetzt aber das Gefühl, die nehmen zu müssen. Und das mache ich jetzt auch. Ich gehe da wirklich immer nach Gefühl. So, eine Karte noch bitte für die Zwillinge für den Monat Mai. Hoppala, okay, es sind ein paar mehr. Also eigentlich nur zwei. So, lieber Zwilling, du hast fünf Karten für den Monat Mai. Also fünf Hauptkarten auf jeden Fall. So, erstmal lege ich das Ganze jetzt einigermaßen ordentlich ins Bild. Und dann lege ich los mit deiner Legung für den Mai. Das ist total schief. Warte, wir haben es gleich, ich schwöre. So. Mai, Zwillinge. Gucken wir uns also mal deine Karte unten drunter an, also unter dem Kartendeck. Für den Monat Mai folgende Energie hast du. Das ist the Muse of Emotions, was der König der Kelche ist. Okay, also hier kann es wirklich um eine Person gehen, die dir sehr, sehr nah am Herzen liegt. Möglicherweise ein Wunschpartner, ein Herzensmensch, ne? Also wirklich eine Person, die dir wirklich ganz, ganz stark am Herzen liegt. Das ist auf jeden Fall das, wofür der König der Kelche auf jeden Fall stehen kann. Es kann durchaus sein, dass es deine Energie sein wird, lieber Zwilling, im Monat Mai. Vielleicht bist du ebenfalls sehr, sehr wasserbetont, zum Beispiel Mond im Krebs, Aszendent Skorpion, ne, oder du bist Fische, bist Aszendent Zwilling oder, ne, das weißt du jetzt am besten. Es kann also, wie gesagt, sein, dass es ebenfalls auch deine Energie ist, ja. Die zwei der Münzen, die Pagen der Münzen, sieben der Schwerter sind das, also die sieben der Stimmen sind die sieben der Schwerter, sechs der Schwerter. Okay, also vom Gefühl her glaube ich, es geht hier um eine Person, die... Okay, zwei Botschaften bekomme ich rein. Ich spüre hier eine Person, die relativ unsicher ist. Nicht, die sehr instabil ist, aber vor allem emotional gesehen. Also hier nehme ich wirklich eine Person wahr, die emotional gesehen sehr, sehr labil und sehr, sehr instabil ist. Muss ich wirklich so sagen, wie es ist. Also das ist genau das ist der Impuls, den ich wirklich hatte. Ja, dass es hier um eine Person geht, mit der hast du es vielleicht zu tun. Vielleicht kann es auch sein, dass du vielleicht da ein bisschen im Mai ja einen Durchhänger hast. Auch das kann möglich sein. Wir müssen da mal gucken, was die Tarotkarten sagen, die jetzt hier rausgefallen sind. Aber ich spüre hier wirklich eine Person, also irgendjemand ist das hier, entweder du oder eine andere Person, mit der du es zu tun hast, die ist hier emotional gesehen sehr, sehr instabil. Das ist das, was ich fühle. Ja? So, Zwilling, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was jetzt hier rausgefallen ist. Ja, also wirklich so, ja, so sehr, sehr labil auf jeden Fall. Ne? Aber lass mal schauen, was jetzt hier rausgefallen ist. Die erste habe ich ja schon gesehen, das sind die sieben der Münzen. Ja, die sieben der Münzen, das ist ein Geduldsspiel alles. Ne? Also hier geht es wirklich darum, etwas braucht Zeit, etwas wächst und gedeiht und etwas geht nicht ganz so schnell vorwärts, wie man sich das erhofft hat. Ne? Das ist so ein Warteprozess, auch so ein, ja, wo eben auch so ein bisschen Durchhaltevermögen und Ausdauer gefragt ist. Dinge entwickeln sich hier nicht ganz so schnell wie gehofft. Ne? Ich würde sagen, wir gucken jetzt auch direkt weiter.
Okay, ich habe das Gefühl, du könntest es eventuell mit einem anderen Luftzeichen noch zu tun haben. Also Wassermann, Zwillinge oder Waage. Kann sein oder vielleicht auch Erdzeichen, das spüre ich auch. Ich spüre Stier. Das ist auch das, was ich ganz, ganz klar wahrnehme. Stierenergie und Jungfrau, vielleicht auch Steinbock. Ne? Das ist so die Energie, die ich wahrnehme. Der Page der Stimmen. Der Page der Schwerter, sozusagen. Da geht es um deine, ja, wir sehen hier wirklich die Gedankenkraft. Es geht um deine Gedanken, deine mentale Verfassung. Ne? Es kann also sein, dass du sehr, sehr stark am Grübeln bist, lieber Zwilling. Ich meine, du bist ein Luftzeichen. Ne? Du bist möglicherweise sehr, sehr verstandesorientiert. Nicht alle, um Gottes Willen, aber ne, ich meine, Luftzeichen, die, ja, die sind sehr, sehr mental orientiert, sagen wir es mal so. Ne? Die sind wirklich, die denken viel, sagen wir es mal so. Die denken wirklich sehr, sehr viel nach. Und das ist genau das, was ich hier ebenfalls bei dir sehe. Ich muss direkt mal weiter gucken. Die Königin der Münzen. Ich habe gesagt, es könnte hier ebenfalls ein Erdzeichen eine Rolle spielen, ne? Die Königin der Münzen könnte durchaus ein Erdzeichen hier darstellen. Und die ist hier auch bei dir in der Mitte. Also ich glaube, dass ebenfalls diese Person hier eine zentrale Rolle spielt. Ne, vielleicht ist das diese Person, die, wo du so ein bisschen dir Sorgen machst, weil diese Person mit hoher Wahrscheinlichkeit emotional sehr, sehr instabil ist. Sehr, sehr traurig, sehr, sehr labil und psychisch vielleicht schon so ein bisschen, ja, ich glaube, du weißt, was ich sagen möchte. Ich trau's mir schon gar nicht auszusprechen. Also psychisch gesehen schon so ein bisschen, ich will nicht sagen am Ende, aber das ist das, was ich wahrnehme teilweise. Also, dass es da schon, ja, schon Richtung Psyche geht bei dieser Person. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt hier genau ist. Auf jeden Fall sehe ich hier bei dir, das ist, ich spüre auch irgendwie eine Art von Heilungsprozess, lieber Zwilling. Irgendein Heilungsprozess dauert hier alles so ein bisschen seine Zeit. Ne? Also, das ist das, was ich hier wirklich wahrnehme. Wir gucken weiter. Zwilling. Genau, die drei der Inspiration verkehrt rum. Ja, das sind die drei der Stäbe. Und die drei der Stäbe ist eigentlich auch so dieser Optimismus. Das ist wirklich so dieses Vertrauen in die Zukunft. Zeit für langfristige Pläne. Man schaut voller Zuversicht nach vorn irgendwo auch. Aber die Karte ist verkehrt rum, wo ich das Gefühl habe, entweder du oder die andere Person, mit der du es zu tun hast, hat hier so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Glaubt nicht wirklich an einem Heilungsprozess. Glaubt nicht wirklich mal daran, dass wieder alles gut wird, dass auch bessere Zeiten wiederkommen. Ne? Also das ist wirklich so das Gegenteil von Optimismus. Also hier spricht man schon teilweise von Pessimismus. Ne? Also das ist das, was ich hier wirklich wahrnehme. Lass mich mal sehen. Vorsicht übrigens auch davor, wird mir gerade gesagt, vor wie eine Art von Verausgabung. Ja, also dass du dich hier wirklich total übernimmst oder die andere Person. Ne? Entweder Zwilling bist du das oder du hast es hier wirklich hauptsächlich im Mai mit dieser Person zu tun. Ne? Und ich spüre bei vielen von euch, dass es hier um eine andere Person wirklich geht, die ihr nun wirklich in den Vordergrund stellt und euch hinten anstellt sozusagen. Ne? Was haben wir hier? Das ist ein Familiending. Ne? Das scheint hier wirklich jemand aus der Familie zu sein. Oder vielleicht jemanden an der Arbeit oder ja, von zu Hause, ne, vielleicht auch dein Partner oder dein Kind. Na, Kind glaube ich nicht. Obwohl, ja, ach nee, die Königin der Münzen ist kein Kind. Ne? Das kann jetzt sowas wie eine Mutter sein, ältere Schwester, die Großmutter, sowas in der Richtung. Vielleicht sogar auch die Schwiegermutter. Ne? Da habe ich ja wirklich das Gefühl, dein Kopf arbeitet in Bezug auf diese Person hier wirklich auf Hochtouren. Du versuchst hier irgendwie nach Lösungen zu finden. Aber diese Person, habe ich das Gefühl, ist sehr, sehr optimistisch, möglicherweise auch sehr, sehr unvorsichtig. Ja? Also eine Person, die hier wirklich, wie ich schon beschrieben habe, sehr, sehr instabil ist, die wirklich vielleicht auch wirklich krank ist, seelisch oder auch physisch, habe ich das Gefühl, dass diese Person sehr, sehr unvorsichtig und vielleicht auch hin und wieder unvernünftig sein könnte. Ja? Wenn es hier um die eigenen vier Wände geht, wenn es hier um das Zuhause geht, auch kann es sein, dass hier Erbschaften, Vermächtnis ebenfalls eine Rolle spielen kann. Ja. Ebenfalls habe ich das Gefühl, falls das jetzt nicht dieses Szenario ist, was ich jetzt hier die ganze Zeit beschrieben habe, lieber Zwilling, dann hast du hier in der zentralen, also bei dir im zentralen Reading jetzt hier, in der zentralen Legung, in der Mitte, auf Deutsch hast du jetzt hier die Königin der Münzen. Und das ist auf jeden Fall schon eine recht stabile und vernünftige und auch zuverlässige Energie. Ne? Und das ist so eine Energie, wo man auf jeden Fall kein Risiko eingeht oder ungern eingehen möchte. Ja?
Also ich sehe hier generell schon Stabilität und Sicherheit. Zwar nicht unbedingt so schnell, wie du gehofft hast, aber so die erste, die dritte und die fünfte Karte sprechen wirklich von Stabilität, Beständigkeit und Sicherheit. Ja? Ja, die 7 der Münzen, das ist so dieses Jahr Geduld und man fühlt sich so ein bisschen wie auf dem Laufband und man kommt nicht so richtig vorwärts, ne? Aber hier wird mir auf jeden Fall gesagt, lieber Zwilling, es geht vorwärts. Zwar nicht ganz so schnell, wie du gedacht hast, aber es geht vorwärts. Ja? Ja, also es geht auf jeden Fall darum, deine Schritte ganz genau zu überprüfen. Weil wenn man sich die Karte mal richtig rum anschaut, ist diese Person hier auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig, beziehungsweise ist es notwendig, den nächsten Schritt ganz genau zu planen, weil wenn ein Dominostein umfällt, fallen die anderen ebenfalls. Na, und deswegen, die Karte ist hier so ein bisschen umgekehrt. Also sei hier vorsichtig, wenn es darum geht, ein Risiko einzugehen. Vielleicht diesmal nicht ganz so viel riskieren. Aber ich sehe jetzt hier irgendwie jetzt nicht, dass du das irgendwie tun wirst, weil ich habe hier sehr, sehr stabile Energien trotzdem. Na, okay. News of Inspiration, der König der Kelche. Ja, das ist auf jeden Fall eine Person, die hier, die dir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, die sehr, sehr psychisch oder physisch auch sehr, sehr instabil ist, ne? Ja. Wo du dir rum sehr, sehr viele Gedanken machst und du bist auch definitiv dabei, da irgendwie Lösungen zu finden. Na, du möchtest es dieser Person recht machen und du möchtest, dass es dieser Person gut geht. Na? Es kann natürlich auch sein, dass du in einer Phase bist, wo du wirklich sehr, sehr deprimiert, vielleicht sogar auch depressiv sein könntest. Ich muss es so sagen, wie es ist, ja. Oder vielleicht bist du es jetzt auch schon, wo ich aber trotzdem das Gefühl habe, dass du Hilfe bekommst von deiner Familie, von Verwandten, mit jemandem, mit dem du zusammen wohnst oder mit dem du eine sehr, sehr starke Verbindung hast. Ich spüre hier, wie gesagt, noch andere Einflüsse. Ne? Nichts Negatives, Zwilling, ne? Okay, das nächste Deck, was ich jetzt für dich verwende, ist das Numinous Astro Deck. Genau. So, Zwilling, da bin ich gespannt. Zwillinge Mai, Nummer 1, haben wir hier schon. Was bringt der Monat Mai noch dem Zwilling? Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Zwillinge Mai. Was bringt jetzt der Mai noch dem Zwilling? Mai Zwillinge. Ich habe sie schon gesehen. Jungfrau. Kann auch sein, dass du es hier mit einer Jungfrau zu tun hast. Plane auf jeden Fall deine nächsten Schritte sorgfältig, lieber Zwilling. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Zusammenhang. Ich kann dir nur sagen, was ich hier fühle und wahrnehme. Und ich spüre hier, dein nächster Schritt sollte gut überlegt und ganz, ganz gut durchdacht sein. Ja? Nichts in Anführungszeichen Falsches tun. Das ist irgendwie das, was jetzt hier durchkommt. Okay, eine Karte bitte noch für die Zwillinge für den Monat Mai. Mai Zwilling. Ja, ich habe sie nicht gesehen. Also wie gesagt, es kann sein, dass hier eine Jungfrau für dich eine Rolle spielt, aber jetzt kommt's. Jungfrau, da geht es ebenfalls um dein Wohlbefinden, um Wellness, deine Gesundheit oder die Gesundheit allgemein. Ja, also hier spricht man wirklich von einer Person, wo es wichtig ist, auf die Gesundheit, auf das eigene Wohlbefinden zu achten. Ne? Jungfrau steht übrigens auch für Wellness. Vielleicht ist das mal ein Hinweis für dich. Mach ruhig mal Wellness. Ne? Lass dich mal so ein bisschen verwöhnen. Auf jeden Fall ist Jungfrau, also Jungfrauen sind sehr, sehr akkurat. Das sind wirklich diejenigen, die sind sehr akkurat. Die legen wirklich sehr, sehr viel Wert auf Ordnung, auf Sauberkeit. Ne? Okay, unten drunter, es geht hier um die Gefühle. Es geht hier in allererster Linie um die Gefühle. Das Ganze kann auch natürlich körperlicher Natur sein, aber der Ursprung, warum das Ganze bei einigen von euch oder mit dieser anderen Person, mit der du es zu tun hast, warum das körperlich nun wirklich so gekommen ist, ist von seelischer Natur auf jeden Fall, ne? Weil jede Krankheit hat auch irgendwo eine seelische Ursache, ja, falls es wirklich so sein sollte. Aber hier spricht man wirklich von den Gefühlen. Es geht hier um deine Gefühle, deine Emotionen. Und das ist genau das, was ich hier ebenfalls schon gesagt habe. Also, dass man sich wirklich emotional gesehen, seelisch, sehr, sehr instabil, sehr, sehr labil fühlt. Ja.
Und hier haben wir unten drunter auch noch die Opposition und Saturn. Also hier geht es wirklich um Konflikte, Schwierigkeiten, Einschränkungen bezüglich der Gefühle. Also Schwierigkeiten im Gefühlsbereich. Das ist das, was ich hier sehe bei euch. Ja. Also falls du so etwas haben solltest wie eine Depression, ja, also such dir da, wenn du möchtest, auf jeden Fall Hilfe. Ich kann dir da jetzt keine Gesundheitsprognosen geben. Ich bin kein Arzt. Weißt du? Okay. So, Zwilling, wir gucken mal, was jetzt hier noch für dich rausgefallen ist. Waage. Kann sein, dass hier eine vage Person eine Rolle spielt. Ich weiß jetzt nicht inwiefern, aber ich spüre hier irgendwie, dass einige von euch sich so viel auflasten, so viel zumuten, um anderen vielleicht gefallen zu wollen. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Aber es kann durchaus sein, ebenfalls, dass es hier um eine vage Person geht, der Idealist. Dass es hier ebenfalls um Gleichberechtigung geht, um Fairness. Dafür steht hier ebenfalls auch Waage. Dein Wohlbefinden, in Klammern deine Gesundheit, möchte hier auf jeden Fall in Harmonie gebracht werden. Es möchte hier einiges in ein Gleichgewicht wiedergebracht werden, lieber Zwilling. Das spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle. Also eine vage Person kann eine Rolle spielen, eine Jungfrau. Und ich spüre hier ganz, ganz stark ebenfalls Stier. Stier kommt richtig heftig durch. So, jetzt haben wir hier noch Zwilling. Das bist du. Das ist deine Energie, wenn du es nicht durch Zufall mit einem anderen Zwilling zu tun hast. Auf jeden Fall sehen wir hier Kommunikation ebenfalls. Aber ich spüre schon, dass das hier dich darstellt. Und das 11. Haus. Mit dem 11. Haus geht es um Freundschaften. Gemeinschaften, Gruppen, Gemeinden. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weit aus dem Fenster. Das kann jetzt wirklich, wie gesagt, auf die wenigsten zutreffen. Ich spüre so etwas wie eine Einrichtung. Sowas wie ein Pflegeheim. Das ist das, ja, ich weiß, das sind jetzt wirklich so Aussagen, die sind wirklich, ne? Ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber das ist das, was ich hier wirklich wahrnehme. Ne? Also Pfleger, sich von jemandem pflegen zu lassen oder jemanden selbst auch ebenfalls pflegen. Das ist das, was hier richtig heftig durchkommt gerade. Ne? Das ist da, dass du wirklich damit beschäftigt bist, einige Wege da diesbezüglich zu erledigen, damit hier diese Person wirklich die Unterstützung bekommt, die sie braucht. Ja. Das ist das, was ich hier wirklich wahrnehme. Ebenfalls, wie gesagt, spielen hier Freundschaften eine wichtige Rolle. Es kann auch sein, dass diese andere Person, mit der du es hier zu tun hast, ein Freund ist. Möglicherweise Waage, Jungfrau oder auch Stier. Vielleicht auch Zwilling, ja? Kann sein, muss jetzt aber nicht unbedingt. Bei Sternzeichen möchte ich mich jetzt auf gar keinen Fall festlegen, ne? Okay, lieber Zwilling, ich gucke weiter mit dem nächsten Deck jetzt nun für dich. Und jetzt verwende ich für dich das Vampir-Orakel von Lucy Cavendish. Ja, also ich spüre ebenfalls auch sowas wie psychologische Hilfe. Ne? Das ist auf jeden Fall auch sowas, was ich hier wahrnehme. Okay, so Zwillinge, wir gucken mal. Also wie gesagt, bei vielen von euch spüre ich, dass es hier eine andere Person ist, die hier wirklich Hilfe braucht, die wirklich sehr, sehr ja, labil und vielleicht auch sehr, sehr depressiv sein könnte hier auf jeden Fall. Ne? Also ich spüre jetzt nicht, dass es du bist. Ich meine, ja, einige von euch vielleicht auch, aber vor allem spüre ich hier, dass es um eine andere Person vor allem auch geht. Ne? Oder dass du eben sehr, sehr deprimiert bist, sehr, sehr traurig wegen einer oder wegen dieser anderen Person. Auch das ist das, was ich hier wahrnehme. Ja. So, Zwillinge, wir gucken weiter. Zwillinge Mai. Was bringt der Monat Mai noch dem Zwilling? Witness, die Zeugin oder der Zeuge etwas aussprechen. Zeugen beobachten ja etwas. Ne? Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, es geht darum, etwas zu beobachten. Ne, wirklich hier etwas oder jemand im Auge behalten. Das ist auch das, was ich hier wahrnehme. Supernatural fehlt hier gerade raus, das Übernatürliche. Ja, also ich sehe hier schon etwas wie, ja, Beobachtung. Ganz genau aufpassen. Aber auch wenn es darum geht, etwas auszusprechen, etwas anzusprechen. Und Zwillinge-Energie haben wir hier. Da geht es ja ebenfalls um Kommunikation. Ja. Lass mal weitersehen. Was haben wir hier noch für den Zwilling, für den Monat Mai?
Zwillinge. Mai. Hoppala. Okay. Also es kann sein, dass es hier um eine Person geht, die möglicherweise aggressiv ist. Ja. Die schon ganz gerne... Hunter, das ist der Jäger. Also es kann hier sein, dass es eine Person ist, die aggressiv sein könnte, die sich hier nichts gefallen lässt, die hier schon provoziert, die schon ganz gerne Grenzen überschreitet. Ne? Also so eine Person könnte das hier auf jeden Fall sein. Die Energien sind auf jeden Fall da. Aggressive Energien. Kurze Frage, warst du Zeugin eines Verbrechens? Also, das ist beinahe das, was ich hier glaube irgendwie. Ich meine, gut, das kann jetzt vielleicht auf einen einzigen von euch zutreffen oder so, weißt du? Aber es würde passen, ja. Okay. Irgendetwas, bin ich davon überzeugt, siehst du. Irgendetwas nimmst du wahr. Du bezeugst oder du kannst etwas bezeugen. Was oder wo etwas hier sozusagen passiert, ne? Lass mal sehen, was kommt noch? Zwillinge, Mai. Was bringt der Mai noch dem Zwilling? Mhm. Der Glaube. Also die eine Botschaft, was ich jetzt hier reinbekomme, wo ich jetzt noch nicht so richtig weiß, wie das hier jetzt hier zusammenhängen soll, glaube darauf, was du fühlst und nicht auf das, was du siehst. Ne? Das ist das, was ich hier wahrnehme. Glaube nicht so sehr an das, was du so siehst, sondern wirklich auf das, was du fühlst. Ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, die Botschaft. Ebenfalls geht es hier um dein Vertrauen. Dein Vertrauen, dein Selbstvertrauen spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das darf auf jeden Fall wieder aufgebaut werden, wenn es darum geht, dass du etwas siehst oder beobachtest oder deine Intuition dir dies und jenes mitteilt, dann vertraue hier auf jeden Fall darauf. Ne? Auch wenn es hier um diese andere Person geht, habe ich hier das Gefühl. Ne? Diese Karte ist für mich schon relativ religiös und unten drunter, ich habe zwar eben schon gemischt, aber die unten drunter hat sich nicht verändert, haben wir den Schöpfer und hier geht es durchaus um Mutter und Vater. Es kann durchaus sein, dass hier ein Vater, eine Mutter hiermit involviert ist. Ja, dass es hier irgendwelche religiösen Erziehungen gab, ne? Vielleicht ist deine Mutter katholisch oder dein Vater eventuell, aber trotzdem habe ich das Gefühl, das ist hier ein Mutter, ein Vater, Schwiegermutter, Schwiegervater, Großmutter, Großvater, wer hier eine Rolle spielt in deiner Legung für den Mai, ja. Gut, ich gehe jetzt schon über ins nächste Deck und jetzt verwende ich... Lass mich bitte ganz kurz überlegen, was ich jetzt hier für dich verwende. Okay, ich nehme jetzt für dich folgendes Kartendeck und das ist das Monology Orakel. So, Zwilling, gucken wir mal. Es geht auch darum, das bekomme ich ebenfalls rein, unbedingt in einer Situation... deine Meinung mitzuteilen. Es geht vielleicht auch darum, etwas, wenn es darum geht, deine Meinung mitzuteilen, etwas aggressiver zu sein. Ja, das ist das, was ebenfalls gerade durchkommt. Falls du jetzt hier im Konflikt bist mit irgendjemandem, ich habe wirklich das Gefühl, dass du hier deutlich werden musst. Wenn es darum geht, wirklich deine Meinung zu sagen, wenn es darum geht, sich ebenfalls zu behaupten. Ja, das kam jetzt ebenfalls gerade nochmal durch. Vielleicht geht es darum, diese andere Person davon zu überreden, dass sie sich Hilfe suchen soll. Ne? Da habe ich das Gefühl, sag es laut. Und ich habe diese Energien hier. Ich glaube auch, das wirst du machen. Ne? Das wird sich, das zeigt sich ja nicht umsonst. Ne? Dass du wirklich sagst, hier, so und so muss es jetzt sein. Ne? Dass du da schon ein bisschen Forscher bist, lieber Zwilling. Das ist auf jeden Fall das, was ich hier wahrnehme. Ne? Falls eine andere Person dir irgendwie helfen möchte, habe ich das Gefühl, dass ebenfalls diese Person dir gegenüber schon so ein bisschen forscher rüberkommt. Ja? Okay. Die möchte dir aber helfen. Ich sehe jetzt nichts irgendwie Negatives. Eine Person, die dir bewusst schaden möchte. Also nicht in diesem Fall. Nicht in diesem Szenario. Ich glaube hier wirklich, es gibt eine Person, die will dir wirklich helfen. Ja? Das andere Szenario, was ich hier wahrnehme, in Bezug auf eine Person, bitte achte auf dein Gefühl und nicht auf das, was du siehst. Ja, was ich eben schon gesagt habe.
So, Zwilling, wir gucken, was jetzt hier für dich rausfallen möchte. So. Zwillinge Mai, was bringt der Mai noch dem Zwilling? Nummer 1. 2, ja, Mai, Zwillinge. Es gibt hier etwas. Oh, okay. The Void of Course Moon. Nothing will come of this situation. Heißt auf Deutsch grob übersetzt sowas wie: Es gibt da, wo du jetzt bist, den Weg, den du anstrebst, da gibt es nichts mehr zu holen. Ja, auf Deutsch: Die Sache hat sich erledigt. Irgendeine Sache wird sich auf jeden Fall erledigen. Und etwas Besseres wartet hier auf dich. Ne? Also diese Karte sagt, etwas Besseres wartet auf dich. Und unten drunter hast du folgende Karte. Habe Vertrauen in deine Träume, also glaube an deine Träume. Ja, also falls du hier irgendeinen Beruf anstrebst, der hier, ne, der irgendwie nicht so richtig passt, habe ich das Gefühl, es kommt etwas Besseres. Glaube hier bitte an deine Träume, die du hast. Ja, das spielt hier ebenfalls, lieber Zwilling, eine ganz, ganz wichtige Rolle. So, gucken wir uns die Karte an und da hast du jetzt, betrachte das große Ganze. Erweitere deinen Horizont, lieber Zwilling. Wenn es darum geht, ja, zum Beispiel eine Arbeit zu suchen oder einen Partner oder ne, Antworten zu finden in Bezug auf eine Situation oder dir Hilfe irgendwie zu suchen oder für die andere Person, habe ich das Gefühl, erweitere hier deinen Horizont. Guck dich mal ein bisschen näher um. Ja? Und nicht so engstirnig denken. Das ist, was ich hier auf jeden Fall wahrnehme. Ne? Okay, das vorletzte Deck, was ich jetzt für dich verwende, da bekommst du jetzt nochmal eine Botschaft von mir aus dem Schutzengel-Tarot von Doreen Virtue. Okay, was ist jetzt hier die Botschaft für die Zwillinge für den Monat Mai? Was ist die Botschaft für die Zwillinge für den Monat Mai? Was ist die Botschaft für die Zwillinge für den Monat Mai? Okay. Das ist im normalen Tarot die Hohepriesterin, innere Einkehr. Du bist ein sehr intuitiver Mensch und in deinem inneren Warten, in deinem Inneren warten viele wundervolle Erkenntnisse auf dich. Nimm dir Zeit, zur Ruhe zu kommen, Entschuldigung, um dir mit Hilfe von Meditation oder Gebet über die Wünsche deines Herzens klar zu werden. Es besteht kein Grund anzunehmen, du müsstest jetzt sofort aktiv werden. Habe Geduld mit dir selbst. Und das ist die erste Karte, die herausgefallen ist. Die Geduld. Die 7 der Münzen. Das ist ein Geduldsspiel hier alles bei dir, ne? Wenn es darum geht, irgendwie deine Träume zu verwirklichen, wenn es darum geht, hier etwas anzustreben oder einen neuen Job zu suchen oder was auch immer dein Anliegen hier ist. Ne? Also hier geht es auf jeden Fall darum, habe Geduld, höre auf deine Intuition, du wirst geführt. Ja? Okay. So, jetzt, zu guter Letzt, lasse ich jetzt noch ein paar Karten für dich rausspringen. Und zwar aus den Fortune Cards. Gucken wir mal, was da jetzt gleich für dich rauskommt, lieber Zwilling. Ich werde diesen dicken Stapel jetzt einfach mal unterteilen. Ich habe vorher ordentlich gemischt. Und ich lasse sowohl aus diesem Stapel als auch aus diesem Stapel Karten rausfallen. Ja, für dich. Für den Monat Mai. Gucken wir mal. Hoppala. Ich habe mich jetzt noch nicht konzentriert. Da sind jetzt auch einige mehr rausgefallen. Deswegen würde ich sagen, ich nehme die jetzt nochmal zurück. Und meine Güte. Geld kommt auf dich zu. Auch schön. Okay, so Zwilling. Mai. Was bringt der Monat Mai dem Zwilling? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Mai, Zwilling. Was bringt der Monat Mai dem Zwilling? Nummer 1. Hahaha. Ist was Schönes, auf jeden Fall. Ne? Das passt aber auch zu der Karte. Zu den 10 der Münzen, ich kann es dir ja schon mal zeigen. Der Wohlstand, beziehungsweise, nee, das ist der Reichtum. Und die 10 der Münzen stehen ebenfalls für Reichtum. Ja? Kann also sein, dass ebenfalls eine größere Summe Geld auf dich zukommt. Aber wir gucken mal weiter, Zwilling. Was kommt jetzt noch auf die Zwillinge zu im Monat Mai?
Okay. So, den nächsten Stapel. Was bringt der Monat Mai dem Zwilling? Okay. Ich habe das Gefühl, das war es jetzt schon. Also ich bekomme jetzt hier gerade einen Stopp rein. So. Also, wir haben gesehen, Reichtum kommt hier auf dich zu, eine höhere Summe Geld, möglicherweise. So, unten drunter hast du folgende Energie. Okay, also, das ist der Knoten. Erfolglose Pläne. Ja, das ist jetzt erstmal eine Botschaft, die hört man nicht unbedingt so gerne, aber lass sie hier bitte gesagt sein. Die Karten, die jetzt hier wirklich rausgefallen sind, müssen nicht auf jeden von euch zutreffen. Es gibt hier gewisse Pläne, die bleiben erfolglos. Und diese Karte, der World of Course Moon, sagt etwas Ähnliches. Ne? Etwas verläuft nicht so wie gehofft. Es gibt etwas Besseres. Ja? Irgendwelche Pläne, die du hattest, funktionieren nicht wirklich. Deswegen wirst du dazu angeleitet, anzuhalten, auf deine Intuition zu hören und einfach geduldig zu sein. Ne? Und auf dein Herz zu hören, lieber Zwilling. Ne? Schauen wir mal, was jetzt hier die zweite Karte aus dem zweiten Stapel, was da jetzt unten drunter ist. Da hast du jetzt hier den gebrochenen Ring. Okay, also entweder im Bereich Romanze, Partnerschaft oder im Business geht man hier nun ab sofort getrennte Wege. Ja, es geht hier um eine Trennung, möglicherweise auch um eine Kündigung. Ja, also wirklich, also all diejenigen unter euch, die hier irgendeinen Beruf haben, was sowieso nicht mehr wirklich gepasst hat, weil du da sehr, sehr traurig warst, weil du wirklich gelitten hast, weil du wirklich, weiß ich das schon auf deine Psyche oder auch körperlich, weil sich das da schon bemerkbar macht, habe ich das Gefühl, da kommt eine Kündigung. Entweder kündigst du oder aber du wirst gekündigt. Ne, das weißt du jetzt am besten, aber bei einigen von euch spüre ich, dass du kündigst. Ne? Etwas Besseres wartet hier auf jeden Fall auf dich. Und das hat etwas zu tun mit deinen Träumen, mit deinen Visionen. Ja, das ist jetzt erstmal eine Botschaft, die ist nicht ganz so schön, aber es kommt etwas Besseres, lieber Zwilling. Ja. Im Bereich Karriere, im Bereich Partnerschaft, Liebe, ne? So, okay. Lass mal schauen. Auch wenn du jetzt irgendwie Pläne hattest bezüglich deines Jobs oder auch in deiner Beziehung, habe ich das Gefühl, dass, ja, das wird leider nichts, ne? So, wir gucken weiter. Als nächstes hast du jetzt hier den Berg. Ja, also es geht ja wirklich schon um eine, ja, schon größere Herausforderung, die es zu überwinden gilt. Möglicherweise auch finanziell, das kann sein. Aber da sehe ich ja trotzdem hier Geld. Also es kann sein, dass du vielleicht gutes Arbeitslosengeld bekommst oder eine Abfindung. Aber das muss jetzt nichts damit zu tun haben. Ja, das kann jetzt auch etwas Separates sein. Ja, wo ich aber trotzdem das Gefühl habe, lieber Zwilling, das wird mir gerade gesagt, dass du zu mehr bestimmt bist als einfach nur das, was du bisher erlebt hast. Ja, aber es gibt ja schon eine große oder eine größere Herausforderung, die es zu überwinden gilt. Ich habe auch irgendwie das Gefühl bei einigen anderen von euch, dass ihr eventuell größere Schulden haben könntet. Das können jetzt wirklich die wenigsten sein. Ja, aber auch das ist das, was ich hier wahrnehme. Lass mal sehen, was jetzt hier noch so Schönes ist. Da haben wir eine ältere Frau. Und ich habe dir gesagt, es kann sein, dass hier die Mutter, eine ältere Schwester oder sozusagen die Schwiegermutter eine wichtige Rolle hier spielt. Ja? Und das ist hier mit dieser Person mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich eine Herausforderung. Ja, die wirklich, ja, das ist auf jeden Fall schon. Das ist auf jeden Fall schon was Krasseres. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Herausforderung und Schwierigkeit für dich. Das Ganze mit dieser Person hier sozusagen. Ne? Kann auch sein, dass da irgendwelche Pläne gab, ne, wie du dich oder die du hattest für diese Person, die aber mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht nichts werden, weil diese Person das vielleicht auch gar nicht möchte. Was ich vorhin auch schon mal angedeutet habe. Es kann sein, dass diese Person hier sozusagen unvernünftig ist. Ja? So, was haben wir hier? Lightning, das ist der Donner, der Blitz. Kontrolliere deinen Wut, deinen Zorn oder es wird dir leid tun. Pass hier auf, lieber Zwilling, weil ich hatte das hier irgendwie auch schon so ein bisschen gespürt. Hier, die Karte sagt hier sowas wie Aggression. Kontrolliere deinen Wut, deinen Zorn oder es wird dir leid tun. Lieber Zwilling, du bist jetzt gewarnt. Du bist jetzt gewarnt. Du weißt Bescheid, ja? Das ist eine ganz, ganz klare Warnung an dich. Bezüglich dieser anderen Person.
was auch immer sie tut, was auch immer sie macht, pass hier ein bisschen auf. Ja? Es könnte sein, dass du dazu neigen könntest, irgendwas zu tun oder zu sagen, was du vielleicht hinterher bereuen könntest. Ja? So, die letzte Karte. Da hast du jetzt die Hängematte. Geh einfach mal wieder raus, geh in Urlaub, entspann dich, geh einfach mal raus. Ja, geh zur Kur, mach einen Kurztrip. Hier wird auf jeden Fall gesagt, geh in die Hängematte, entspann dich, lies ein gutes Buch, komm wieder zu Kräften. Na, das spielt ja eine ganz, ganz wichtige Rolle. Vielleicht möchtest du auch im Mai verreisen. Ja, aber hier wird gesagt, geh in Urlaub, mach einen Kurztrip, entspann dich. Physisch und auch mental, ebenfalls auch zur Kur gehen vielleicht, ne, dass du wieder zu Kräften kommst, falls das hier dich darstellt, ne, falls du hier sehr, sehr kraftlos bist. Und auch hier, falls du wirklich diese Person bist, die vielleicht gefühlstechnisch ein bisschen labil ist und instabil, kontrolliere deinen Zorn, deine Wut oder es wird dir leid tun. Lieber Zwilling, du bist gewarnt. Ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall trotz allem einen wunderschönen Mai und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.